So, neues Schiff bauen, neues Schiff bauen. Da haben wir dann sogar hinten auch Kanonen, das ist der Verkehrte. Wenn Skurlock für euch birgt, können wir ins Geschäft kommen. Hulk. Jawohl. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich das lohnt, Sachen überhaupt veredeln zu lassen. Rechnerisch vom Verkaufen her. So. Zack, zack. Halt. Kommt bald wieder. Also ich guck mal ganz kurz. Hab euren Namen schon zweimal von besoffenen Seeleuten gehört. Was treibt ihr so? Akazienplanke. Benötigt 5. Also 5 Akazien. Eine Planke. 5 Silber. Bis demnächst, Kapitän. 5 Akazien. Ihr brennt darauf, mit Skurlock ins Geschäft zu kommen, oder? So. Ach, der nimmt gar nicht alles ab hier. Wir müssen zum Händler gehen, der vielleicht ein bisschen mehr abnimmt. Und der mir vielleicht Akazien ab? Ihr kennt Skurlock? Ich hatte leider nie die Ehre. Ihr müsst wichtig sein. Kann ich nicht aus dem Dings verkaufen? Kategoriegewicht, Vorräte, Herstellung, blablabla. Aus dem Lagerhaus raus? Ich bin immer hier. Aber es kann sein, dass der einfach nicht mehr nimmt, ne? Ich hätte nicht noch eins nehmen sollen. Ich habe gehört, dass ihr Waren zuverlässig über das Meer verschifft. Arbeitet doch für Tatamo. Meine Kontakte und euer Schiff bringen uns mehr Münzen, als es Fische im Meer gibt. Mhm. Ihr seid gierig wie ein Hai, der Blut gewittert hat. Wir werden uns gut verstehen. Möchtet ihr einen Rat? Kauft meine Waren und verkauft sie andernorts mit Gewinn weiter. Solange ich meinen Anteil bekomme, sind wir im Geschäft. Überlasst alles Weitere nur mir. Mhm. Angebot und Nachfrage. Stilwaren, um die Geschäfte von Tatama am Laufen zu halten. Mit Geduld findet ihr den richtigen Käufer. Eile führt nur zum Ruin. Muss ich mal nochmal testen vom Lagerhaus, ob ich das da irgendwie rausnehmen muss, um das zu verkaufen? Skurlock ist ein guter Kunde. Wie ihr euch denken könnt, spült mir die Piratenrunde viele Akazienplanke in mein Lager. So, die hatte er tatsächlich, glaube ich, ins Lagerhaus einfach gemacht. Akazienholz. Da muss ich mal gucken, was 5 Stück wert sind beim Verkaufen. Kommt wieder, wenn ihr Lagerraum braucht. Und dennoch 5 Silber draufhauen. Was darf es diesmal sein? Jetzt ist es da, ne? Lohnt sich nicht. Ja, 5 Silber ist. Also eine Planke kostet mich beim Herstellen 10 Silber. Und hier würde ich sie für 7 loswerden. Das bringt's irgendwie nicht. Gute Angebote, nur heute.
Ich glaube, bei ihr verkaufen ist auch nicht so ratsam. Aber ist egal, ich hau die jetzt raus hier. Das ist einfach. Das ist eh nicht so das Teuerste. Kiste mit Seefold-Oberbekleidung. Mögen wir reicher sein, wenn wir uns wieder. Kann ich nicht öffnen? Öffnen. Halskette und Oberteil. Okay. So, dann gehen wir erstmal zu unserem neuen Schiff. Das ist so verdammt lecker. Schiff verwalten. So, Schiffsverschönerungen, Namen bearbeiten. Ich nenne die mal alle erstmal Freiheit. So, ich muss das, glaube ich, aus dem anderen Schiff erstmal ausbauen, oder? Schiff wechseln. Ja, ich muss hier die gesamte Fracht ins neue Schiff abbrechen. Vielleicht hat er die Kanonen mit ausgebaut. Das hat er mit ausgebaut. Guck mal an, oder? Trotzdem ausrüsten. Ach, dann wird's rübergeholt. Okay. Wenn ein Ziel getroffen wird, das mehr als 320 Meter entfernt ist, erhält das Ziel den Status markiert. Okay. Nur ein großes Ausstattungsstück pro Schiff. Gut. Dann ist es so. Panzerung. Legen wir erstmal an, jawohl. Dann Waffen. Die. Halbkanone. Kalvarine. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, was machen die nochmal? Kalvarine. Nachladen, Reichweite. Ich lasse die mal vorne, mal gucken. Die lädt langsamer nach, hat eine höhere Reichweite. Habe ich denn alles für Dinger schon hier? Halbkanone. Hier will ich auch eine Halbkanone. Ich will an den Seiten die Halbkanone haben. Was haben wir denn auf dem anderen Schiff für Kanonen gehabt? Bin ich jetzt blöde? Halbkanone. So, hier hat jetzt keine ausgerüstet. Ach, die Kalvarie sind die normalen gewesen. Und die Halbkanone ist eine besondere. Nachladen, Reichweite. Okay, dann machen wir das anders. Die packen wir nach hinten, die Halbkanone. Und... hier kommen die Kalverinen hin. Kalverin 2 mache ich nach vorne. Hä? Kalverin 1. Ach so, die ist noch ausgerichtet. So, hier machen wir jetzt Kalverin 2 hin. Die ist schon da. So, jetzt müsste alles so sein, wie soll. Ich hoffe es sehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt überall Kanonen dran. Schiffsverschönerungen. Was ist denn das? Ah, so ein Steuerrad. Oh, Mann.
Farbe der Segel, Muster, Emblem. Ja, ein paar freigeschaltet, ne, durch einige Quests. So. Dann verwalte ich nochmal kurz die Fracht. Back, 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 back. Weg, das können wir zur Not immer aus den Lagerhäusern holen. So, kochen müsste ich, glaube ich, nochmal. Ein bisschen haben wir noch. Wir müssen zwischendurch wieder ein paar Fische auffangen. So. So, wir machen jetzt die Piratenrunde. Stil Ale von Handelsschiffen. Handelsschiffe, Handelsschiffe. Angebot und Nachfrage. Was ist denn nochmal hier mit dem... Hier, Kompanie Rammschiffe versenken. Verfolgen. Jetzt werden die sogar ordentlich angezeigt, ja? Hier die Handelsrouten, okay. So, da sind, glaube ich, schon die ersten. Handelsschiff. Ja, das sind die, die wir eigentlich brauchen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir die angreifen, ob das vor mit zurückschlägt. Werden wir sehen, oder? Ja, das ganze Ding ist mit dem Angriff. Okay. Dann erstmal weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht, nicht gewollt. Das könnte nochmal ein einzelnes sein. Plänkler. Plänkler ist für die Aufgabe für den Schmied. Ja, ich muss umdrehen. Er hat gerade die Segel nicht zurückgesetzt gehabt. Jetzt. Er dreht schneller als ich. Ist nicht gut. Ich wollte es eigentlich. Ich wollte es ja eigentlich plündern, aber naja, gut. So, da kommen jetzt welche zur Hilfe. Wir schippern mal schnell weg. Bin mir nicht ganz sicher, was das für welche sind. Rammschiff. Nee, Rammschiff habe ich jetzt keinen Bock drauf. Es ist aber doof, weil wir gegen den Wind segeln. Ich glaube, ein Rammschiff ist sogar die Aufgabe, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber es sind gleich zwei. Ist auf jeden Fall markiert.
Verstärkung! Bereit machen! Kann ich nicht entern, das reicht noch nicht. Ist das auch ein Raumschiff? Ein Kriegsschiff, Russe! Ein Segelleichter! Auch ein Raumschiff. Festhalten! Oh, das ist gut, um schön in die Segel reinzupflastern, ne? Entern, entern, entern! Ich hab nicht hoch genug gezielt. Jetzt noch mal versuchen zu entern. Nein, zu schnell. Muss wahrscheinlich in die gleiche Richtung fahren, sonst wird halt nichts. Kriegt die nicht irgendwie langsamer? Also ich sag mal, von der Reichweite her scheint das ganz schön weit zu gehen mit dem Entern. Ich guck mal. Die Waffen sind bereit. Bring uns näher ran. Nee. Wir sind bereit zum Entern. Ich hab da irgendwie volle Kanne jetzt drüber geschossen, ja, über das Schiff. Haut mal die Segel in den Eimer hier irgendwie. Vielleicht zieht die auch zu hoch. Ich repariere mich mal sicher selber einmal. Sie segeln wieder, Captain. Alles repariert. Die werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Sonst setzt es was. Nee. Dass sie stillstehen. Ich glaube, die habe ich jetzt gut zerfleddert. Nicht mehr lange und sie sind Fischfutter. Ah, die rufen schon wieder Verstärkung, ey. Muss er abschießen. Komm jetzt. Ich bin zu blöd. Oh, jetzt kriege ich es aber von der Seite. Komm, 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 komm. Dreh um, dreh um, dreh um. Jetzt sind sie da, wo wir sie haben wollen. Oh, jetzt ist er langsam. Jetzt ist er langsam. Jetzt ist er langsam. Komm, 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 komm. Holen wir sie uns. Die habe ich, die habe ich. Und dann haben die nicht mal ordentlich was bei. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich muss die Handelsschiffe sind einfacher. Ich versenke den jetzt hier einfach. Ich versuch's nochmal. Ja, machen wir so. So. Die wollten wir aber alle gar nicht. Wir wollen die... Die Händler. Ich brauche dann langsam jetzt schon Reparaturkisten 2.
Kann man das hier looten, das Schiff? Ist das irgendwie... Ich frage mich, was in dem Wrack ist. Ja. Guck mal, da ist markiert ein Schiff. Das wird eins von den Schiffen sein, die wir brauchen. So, und was ist das da? Das ist ein Spieler. Ja. Segel in Sicht, Kapitän! Ein Kriegsschiff der Kompanie! Nochmal ein Plänkler. Das könnte ein Händler sein. Das sieht nach einer Siedlung aus. Da, auf Steuerbahn. Handelsschiff. Jawohl, das ist das, was wir brauchen. Guck mal hier, Delfine. Kann man die jagen und abschießen? Ich glaube nicht, oder? Bonusbeute vom Bier. Jawohl, drei Bier. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Wir können Kompanieschiffe jagen oder Geron plündern. Deine Wahl, Skurlocks Profit. Das Schiff ist wieder einsatzbereit. So, ist das da? Das ist auf keinen Fall ein Händler. Nein, das ist irgendwas anderes. Versorgungsroute. Da, das könnte wieder ein Händler sein. Aber es ist ziemlich dicht schon wieder am Dingsbums. Plänkler. Wir warten mal, bis das Schiff ein bisschen Abstand hat. Lass die Segel gehen! Ah, der Plänkler macht mir Sorgen. Wisst ihr was, den hau mal weg. Alle Segel raus! Wenn ich ihn jetzt nicht entern will, dann geht das auch, glaube ich, relativ zügig. So, was ist das da vorne? Handelsschiff, da ist er. Das ist unser Opfer.
Muss viel öfter die Deckung nutzen, ja, einfach. Zieh die Segel ein. Also manchmal nimmt er einfach die Taste nicht, ja? Jetzt kommt da schon wieder ein anderes Schiff zur Hilfe, glaube ich. Oh, das ist nicht gut. Dreh weg! Das wären zu viele. Das wären zu viele. Das sind zu viele. Auch keine Ausdauer, ne? Muss auch schnell was futtern. Ich wollte jetzt extra nicht an dem Dings vorbeifahren, an diesem Stützpunkt. Noch Cooldown aufs Segel setzen. Die Waffen sind einsatzbereit, Kapitän! Haut rein! Ein leerer Magen kämpft nicht gern. Was ist das Handelsschiff? Das könnte noch angeschlagen sein, oder? Wir müssen es ja nur schnell entern irgendwie. Was ist das? Wir sind Plänkler. Da ist das Handelsschiff. Ah, der Wind steht halt blöd. Das war aber auch nötig. Ah, jetzt ist wieder neutral. Okay, jetzt gehe ich nochmal auf den Händler. Das Schiff ist leichte Beute. Naja, leichte Beute. Guck mal, da ist auch nochmal eins. Das könnte auch ein Händler sein. Aber der ist jetzt wieder in dieser Zone drin. Na, bist du ein Händler? Was ist das wohl, Kapitän? Ja. Sie haben, was wir brauchen. Wir warten. Wir warten mal kurz, bis ein Stück rauskommt. Ah, er ist schon draußen. Jetzt fährt er da wieder rein, ne? Jawohl, ich hab ihn. So schnell plündern und dann aber nur weg. Oder nichts wie weg. Komm, drei Bier. Ach, zwei Bier, das reicht nicht. Schnell, 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 schnell! Heck. Wir sind dafür zu müde! Dann erst was! So gut wie erledigt, Kapitän! Tja, wir müssen noch einen nehmen. Ein Bier brauchen wir halt noch. Wir sind ein Bier! Kapitän. Ach, guck mal, das ist noch angeschlagen. Vielleicht können wir das gleich entern. Unser Händler hat nach wie vor auf.
Fahrtrichtung. Wir haben uns entdeckt, Kateri. Ja, hat gereicht. Jawohl, schnell. Und Bier. Komm. Gib ihm Bier. Jawohl. Und weg. So, was ist das für einer? Das ist auch nochmal ein Handelsschiff. Ah, wir schippern erstmal zurück jetzt und geben die Quest ab. Wir haben zwei Quests zum Abgeben, dass wir den Ruf nochmal ein bisschen erhöhen. Ackerbund.